Willkommen in Lourdes 2017, der erste Weltcup dieses Jahres. Wir sind beim Trackwalk, es gibt einige Neuigkeiten. Viel Spaß! Ja, wenn man aus dem Starthaus rausfährt, geht es direkt in eine ziemlich scharfe Rechtskurve mit einer hohen Geschwindigkeit. Dann kommt das erste Steinfeld, wo es schon mal richtig zur Sache geht. Da heißt es dann locker bleiben. Dann kommen zwei, drei Sprünge, wo man dann ein bisschen durchatmen kann, bevor es dann wieder in das Steilstück geht, also in die erste richtige schwierige Sektion, wo es letztes Jahr auch viele, viele Stürze gegeben hat. Gerade wenn es regnet, wird es da wirklich zur Sache gehen. Dann kommt noch mal ein flaches Stück, wo man sich auch noch mal die Hände locker machen muss, weil es unten noch mal richtig zur Sache geht. Natürlich darf man keine Zeit verlieren, da heißt es dann auch viel treten und Schwung mitnehmen. Und dann kommt eine neue Passage, die sie recht offen gesteckt haben. Ja, früher gab es schon mal so einen Anlieger da vorne. Der war richtig geil, weil man ist hier echt schnell durchgerollt und dann ist man so einen 90-Grad-Anlieger reingepfeffert, der übelst geil war. Und jetzt muss man hier links abbiegen. Schauen wir mal. Dann geht es weiter mit ein bisschen Kurven und einigen Roadgaps, also größeren Sprüngen. Ja, ein ziemlich großes Roadgap, was eine Menge Freude bereitet. Der spannende Part ist natürlich nach dem Roadgap, weil nach der Landung muss man von Highspeed ziemlich krass runterbremsen und dann in diese hängende Linkskurve rein. So, wenn es trocken ist, kein Problem, aber wenn es nass wird und vor allem kommen hier extrem viele Bremswellen rein, weil man eben so hart abbremsen muss, dann wird es ziemlich rau. Die ganze Erde jetzt so hinbewegt und so, ist viel fahrbarer geworden, ohne Scheiß jetzt. Ah, hier nach links sieht gar nicht so schlecht aus. Oder? Zumal fahren, von hier da rein, wo quasi dieser Stein liegt, und dann ganz rechts fahren. Ja, nach dem Rollercoaster wird es dann noch mal ein bisschen anspruchsvoll, weil gerade am Ende der Strecke muss man sich noch mal locker machen, um das Off-Camber-Stück da oben zu bestreiten. Da gab es letztes Jahr auch einige Crashs. Und dann hat man noch ein, zwei Sprünge, kommt dann hier auf die letzte Traverse und darf dann in dieses riesige Zielareal einfahren, oder einem Kolosseum gleich, wo gerade in Frankreich immer viele Zuschauer einen dann bejubeln, wenn man die Ziellinie überquert hat. Lourdes ist eine sehr abwechslungsreiche Strecke, also es gibt viele einzelne steile Sektionen, aber halt auch einige flowige, flache Sektionen, also von daher ist von allem ein bisschen was dabei. Finde ich, macht es sehr spannend und schön zu fahren. Das, was Lourdes ausmacht, sind schon die Steilstücke. Also vor allem das in der Mitte und das am Ende nochmal, also da geht es schon richtig zur Sache. Im oberen Steilstück, also das legendäre Steilstück, hat eigentlich nur eine Linie. Und vielleicht jetzt mit dem 29er, vielleicht wird dann auch was gehen, was neue Linien angeht. Ich lasse mich überraschen. Gerade dann, wenn es richtig rau wird, bringt das Santa Cruz viel Laufruhe mit rein. Also am Ende der steilen Passagen, wenn man in die Kompression kommt, da kann man dann die Reserven ausschöpfen und ich glaube, da hat man dann noch mal mehr Kraft, das Rad festzuhalten und mit mehr Power reinzufahren. Im Training war ich irgendwie ganz schön müde und ja, die Quali war dann dementsprechend krass. Unten hatte ich dann, weil es halt doch irgendwie dann flüssiger und schneller war als gedacht, habe ich dann ein, zwei Struggle-Momente gehabt. Der eine war auch tatsächlich so über knapp 50 Meter in dem Canyon, wo ich kurz davor war, mal das helle Licht im Himmel zu sehen, aber mich doch irgendwie auf dem Fahrrad halten konnte. 1,58 ist da ins Ziel gekommen, 64 ist da in der Quali und jetzt schaue ich vorne morgen das Rennen zu fahren.
Ja, Lourdes, das erste Rennen dieses Jahr, der Weltcup gewesen. Resumierend kann ich sagen, dass es ein gutes erstes Rennen war, gerade mit dem neuen Rad und guten Support von Schwalbe, guten Support von SS Handtour. Konnte mich da auf jeden Fall nicht beschweren drüber. Und jetzt heißt es einfach weitermachen. Ne?